Das ist das Schild, das ich wollte. Minus 4 auf die Rüstungsklasse. Ja, und ich könnte dir theoretisch das Schild noch geben. Und deine Nahkampfwaffe. Oder ich könnte hier noch das irgendwann das Reflexionsschild kaufen. Also, reflektierender Schild plus 1. Alle Angriffe von Fernkampfwaffen auf den Angreifer, minus 2 auf Rüstungsklasse. Das ist halt auch ein ziemlich nices Schild. Deswegen kommt jetzt einfach mal das ganz normale Langschild weg. Dann muss man das nicht rumschleppen. Zur Not kann man ein neues kaufen oder ein neues finden. Wobei ein mittlerer Schild plus 2 eben auch nicht schlecht ist, sogar genauso viel kostet wie das reflektierende Schild. Schutzring, Energiering. Mehr brauchen wir eigentlich gerade nicht vom Bruten Riebald. So, Eri, du brauchst mal Identifikation en masse. Oh ja, ich muss kurz gucken. Ja, die Schwierigkeitsgrade habe ich nach der Aufnahmesession wieder hochgestellt gehabt. Ich hatte ihn ja kurzzeitig auf einfach zum Ableveln und habe mal wieder vergessen, ihn hochzustellen. Ja, in dem Laden nebenan waren wir auch noch nicht, aber da will ich auch erstmal noch nicht rein. Erzählt mir mehr davon. Da, obwohl wir eigentlich mittlerweile gut beisammen sind, was Waffenrüstungen und ETW und so angeht. Anzahl der Angriffe 2. Minz kann zweimal angreifen, sogar Keldor und ich krebs mit 3,5 Angriffen rum, wie gemein. Also 1,5 Angriffen rum, besser gesagt. Sogar naja gut, Yoshimo benutzt den Bogen. Bögen können immer zweimal pro Runde angreifen. Ich kann ja jetzt nach der Rasse, nach dem Identifizieren und allem. So, schlafen wir mal als Edelmann. So, und jetzt. Orkische Lederrüstung plus 3. Trigger-Held plus 10 Resistenz gegen Fernkampfwaffen und Charisma minus 1. Wie hoch ist denn dein Charisma? 4, dann macht das auch nicht mehr viel aus. Wupp. So, die Sachen dann bei Riebald verkaufen. Streitaxt, Frostschnitter, ETW minus 3. Schaden durch Klingenwaffe, durch Kälte, durch Säure. Wir haben aber niemanden, der Äxte benutzt. Nein. Und der Kriegshammer. Streithammer plus 1, plus 4 gegen Riesenartige. Ja. Auch alles nicht so besonders toll. Du siehst aus wie, oh, Gewitterbolzen. Die konnte sie sogar identifizieren. Das heißt, gib mal alles an Harry. Pfeile. Pfeile plus 2. Hat Minsk ja schon welche im Inventar? Also, beziehungsweise im Köcher, also können die auch ruhig dazu. So dass Yoshimo nur die plus 1er hat. So, noch mehr Gewitterbolzen und die beiden Arten von Bolzen wissen wir noch nicht, was es ist. Gut. Er ist ja auch ziemlich voll geladen mit vollen File-Stacks. Die kannst du nicht so identifizieren, nein.
Gut, das war das, das war das. Ich muss halt mal gucken, dass ich auch ein paar von den leichten Heiltränken trinke. Also die drei Stacks hier, die zimieren, dass die keinen Platz mehr wegnehmen. Gut. Ich war, was immer ihr wünscht. Ich kann jetzt ja mal doch spaßeshalber in die Wenn ihr es wollt. Spelunke nebenan gehen. Das ist die Höhle der sieben Geier. So, hier kann ich Ja, mich umsehen. natürlich. Die Gäste Ist es werden nicht viel zu bequem? sagen haben. Gebt ihr mir ein Bier aus. Gucken wir mal nach besonderen Leuten. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, warum sie sogar die feuchten Magier nach Katla dulden. Ich habe solche Angst vor ihnen. Bürgerlicher, du siehst wichtig aus. Altello, Demonitor. Hallo, hallo, willkommen zu, welche Zeit haben wir? Ist es morgen? Dann seid ihr willkommen zur Morgenshow der Talente von Aleto de Bonito. Und wieder brannte ein Sturm der Gleichgültigkeit seines meines Publikums über mich. Nun gut, wenn ich mich davon stören lassen würde, hätte ich das Schauspiel wohl schon lange aufgegeben. Wie es Großteil meines Publikums bedauerlicherweise immer wieder von mir gewünscht hat. Zumindest aber bedient mir hin und wieder ein Zwerg. Wie dem auch sei, flucht bitte nicht und bleibt doch ein wenig. Sehen wir mal. Eine Geschichte voll familiärer Tragödie, um euch zu drehen, zu rühren und euch zu verführen, mir Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Mit Zaubern aufgezogen und gut im Wirken, doch wollt er immer mehr. Zu singen vor den Rittern und Tagen längst vergessen, zurückgelassen, die Roben, die ja sehr, also im Reim ist er nicht gut. Ein Magier geneigt zu Lied und Prosa, doch vorgeworfen ihm das Scheitern. So werde ich singen, trotz der Zweifel. Hört endlich auf mit eurem jämmerlichen Gekreide auf. Gut, zu Ende gemacht, meine Lady Patricia. Ihr habt ein feines Gespür für die Reimkunst, obwohl ich würde mir wünschen, dass ihr eure eigenen Angestellten besser unterstützen würdet. Ich nehme an, ihr interessiert euch für Zaubersprüche und solche Sachen. Ihr seid Sicherheits- und Finanzberater, aber kein Alleinunterhalter. Macht euch auf der Straße weiter, wenn ihr Publikum für eure Sangeskünste haben wollt. Nun gut, meine Lady, ich danke euch, dass ihr mir bisher so geneigt wart. Ich würde euch ja gerne mit Liedern des Mutes und der Tapferkeit beglücken, meine Fürsten, aber ich fürchte, im Raum herrscht eine etwas angespannte Stimmung gegen Magier, die sich auf badisches Territorium vorwagen wollen. Ein abendischer Wächter, wo beim Saufen? Ich sage verwirrend, im Namen des Konzils. Ihr glaubt, eure Probleme interessieren mich? Nö. Gebt mir einfach ein paar Münzen und ich bin wieder weg. Also eine korrupte Wache. Eine Goldmütze. Hier wohl irgendein Säufer da vergessen hat. 12 Goldmünzen, die der Koch vergessen hat. Ja. Was hat sie zu Hallo. sagen? Hallo Mädel, endlich mal wieder eine Frau in dieser Kneipe. In letzter Zeit hatte ich immer nur dumme Männer um mich herum. Sie sind laut, unverschämt und abstoßend. Was kann ich für euch tun? Warum heißt diese Kneipe eigentlich zur Höhle der sieben Geier? Nun, um die Wahrheit zu sagen, mein letzter Mann, Friede seiner Seele, nannte diese Kneipe zur Höhle der sieben Schleier. Wegen der Bauchtänzerinnen, die hier mal gearbeitet haben. Die sind mittlerweile entlassen, aber ich brachte es nicht über, das Herz den Namen völlig zu ändern. Aber trotzdem kommen jeden Abend die gleichen betrunkenen Saukerle hierher. Die haben noch gar nicht gemerkt, dass die Bauchtänzerinnen nicht mehr da sind. Ich begreife nicht, wie mein armer Richard es mit denen aushalten konnte. Ihr hört doch gewisse Dinge. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich ein paar Fragen stelle? Ich höre gar nicht mehr auf das Geschwätz. Die Typen hier reden mehr über Angelegenheiten fremder Leute als alle Frauen, die ich so kenne. Aber natürlich könnt ihr fragen, Mädel. Wir suchen nach einer Freundin, die vor verhüllten Magiern entführt worden ist. Pa, ich höre mir das Gefasel über Zauberer und seinen Quatsch nicht an. Die labern über Dinge, die sie überhaupt nicht verstehen, egal ob sie Nüchter sind oder nicht. Was wisst ihr über die Schattendiebe? Ich habe gehört, dass hier ein Krieg toben soll. Überall in der ganzen Stadt. Die Schattendiebe haben nämlich einen Konkurrenten, auch wenn die Gerüchte über ihn maßlos übertrieben sind.
Die Stadtwachen schauen weg, schon aus Gründen der eigenen Sicherheit. Und wenn ihr schlau seid, dann tut ihr das Gleiche. Wer sich da einmischt, riskiert sein Leben. Das ist meine Überzeugung. Ja, dann fragen wir mal nach den Diensten. Natürlich nehmt Platz, ich bin gleich bei euch. Also hier können wir höchstens als Edelmann speisen. Wir können was trinken. Ein Schwarzbier und ein Met. Ein paar Drachenodenbiere noch. Und das war's. Keine Information, irgendwas Interessantes. Das ist immer schade, wenn nichts rein bei rumkommt. Da könnte ich ebenso gut ein bisschen Geld in den Tempel schmeißen und so meinen. Ja, mein Ruf ist nur auf 13, schade. Und so meinen Ruf verbessern. So, hier oben könnte es böse werden. Ich warte. Keine große Herausforderung. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Ha, wenn das mal kein mickriger Mensch ist, der wie ein großer Abenteurer verkleidet ist. Haha. Hat euch eure Mama mal von ihrem Rumpfzipfel entlassen, Kleiner? Am besten rennt ihr jetzt schnell zurück. Ha. Hick, das ist ein guter Scherz, Menka, mein Freund. Haha. Ein guter Scherz, sagt Stinker. Ein guter Scherz, sagt er. Amon sagt eurem stinkenden, furzenden Wicht, der soll mich nicht Stinker nennen. Der Name ist Melof Orkschnitzler. Wenn er es nochmal sagt, werde ich ihn zu wichtig Wichtelkleister zermatschen. Papa, Stinker bedroht mich schon wieder, ja. Wohl bedrohen. Ganz ruhig, Poké. Und was euch betrifft, blödes, barbarisches Geschäft, bedroht mein Vertrauen noch einmal und ihr verbringt den Rest des Abends als Kröte, habt ihr verstanden? Was? Ihr wagt es, die Ehre eines Malef Orkschnitzers zu beschmutzen? Ich werde? Genug, verdammt, ich habe genug vor eurem Gezänk. Nur jetzt zu euch, kleiner Mensch. Ihr verschwindet lieber irgendwohin, wo ihr willkommener seid. Diese Bar ist gerade mal groß genug für uns und sonst niemanden. Ja, in Ordnung, ich gehe, kein Grund, sich aufzuregen. Wie wär's, wenn ich euch einen Drink ausgebe? Wir müssen doch nicht in diesem Turm miteinander sprechen. Ihr könnt euch euren Drink sonst wohin stecken, verdammt. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Bar mit einem zitternden Schwächling zusammentun. Haut ab. Ha, ihr seid zu komisch, Menka. Smellof lacht herzlich über euer beleidigendes Benehmen. Also wirklich, Menka, ist das wirklich nötig? Müsst ihr jeden aus der Fassung bringen, der in diese Bar kommt? Verdammt nochmal, wir haben was zu feiern. Brennen und ich soll verdammt sein. Wenn ich trinke, werden mir der Geruch von dem da in die Nase steigt. Seht zu, dass ihr wegkommt, Mensch, bevor ihr es mit meiner Axt zum Tun bekommt. Gut, ich lasse eure Gruppe alleine. Ah, dann haut ab, Köder. Zieht den Schwanz ein und schleicht euch wie ein ängstlicher Hund, der ihr offensichtlich seid. Ja, es sind halt 4 Leute hier und ein Familiar. Einer sieht aus wie ein Schurke, einer wie ein Krieger. Er könnte ein Priester oder auch ein Krieger sein. Und der ist halt ein Magier mit seinem Wichtel. Ja, nun gut. Das ist also die Nervtruppe. Mal gucken, ob wir die besiegt kriegen. Ich warte auf euren Befehl. So. Haben wir hier etwas, was wir... Ja, das könnten wir machen. Ja. Bacho, Imperium. Böses entdecken? Okay, der Orkschlitzer ist auf jeden Fall böse. Gut. Ja. Braucht ihr etwas? Noch eine Stärkung auf Keldon. Vita, Mortis. Ich bin bereit. Fragt nun. So. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Jetzt zu dir. Ich brauche einen Schluck starkes Zwerg. Das lasse ich mir nicht bieten, Zwerg. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Kommt her, meine Freunde. Wir werden dem Hündchen beibringen, was
Ja. Ja, keine große Herausforderung. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ah, wir haben vergessen, Eri wieder ihre. Eri wieder ihren Dings zu geben. Okay, schwer verletzt. Yoshimo scheint belebt zu sein, wie die Hälfte. Wie die andere Hälfte auch. Das war's. Wegen eurer Blödheit lasse ich mich doch nicht abschlachten. Becker, Brandon Riesling hat Besseres zu tun, als eure arroganten Stolz zu hätscheln. Oh,